Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Baphomets Fluch 4. Ja, wir sind immer noch in Italien unterwegs und jetzt wollen wir aber in den Club der schwarzen Katze, so wie er heißt, rein. Und beim letzten Mal haben wir schon mit diesem Bodyguard hier gesprochen, oder dem Türsteher, der uns hier in den Club nicht reinlassen will. Ich versuche nochmal, ihn auf normale Weise anzusprechen. Ansonsten würde ich sagen, versuchen wir gleich mal eben unseren Stift zu zeigen mit der schwarzen Katze drauf. Vielleicht hilft das ja bei ihm. Okay, ich glaube, das hatten wir schon mal, ne? Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Ja, okay. Nette, fromme Leute. Anscheinend zählen wir nicht dazu. Ich guck mal eben kurz, was unser Menü sagt. Da. Wo ist denn dieser Stift? Oder haben wir dem jetzt Dings gegeben? Wie hieß er denn noch? Mark. Hat Mark den Stift behalten? Nee, da ist er noch. Versuchen wir den mal ihm zu zeigen. Das ist nicht der richtige Weg. Okay, das ist nicht der richtige Weg. Unterschriebene DVD. Vielleicht zeigen wir ihm einfach mal das Foto von Lucy Chu. Vielleicht kann man den ja auch bestellen. Ja, zumindest die gleiche Stimme. Das funktioniert so nicht. Leider nicht. Okay. Kann man da noch was anderes machen? Also nette, fromme Leute. Gregors Visitenkarte. Ah! Fromm! Gregor ist doch hier der für den Vatikan da arbeitet. Vielleicht, das bezieht sich doch auf Fromm. Das ist kein Mitgliedsausweis. Gregors Karte öffnet zwar ein paar Türen, aber wohl nicht diese hier. Das ist aber fast schade jetzt. Ich hätte eigentlich gedacht, dass das ein guter Weg gewesen wäre. Miniatur-Weinflasche. Warum haben wir die eigentlich noch? Es ist eine Miniatur-Rotweinflasche mit Schraubverschluss. Mit Schraubverschluss. Ja. Unterschriebene DVD. Was könnten wir ihm denn noch geben? Die Fahrkarte der römischen U-Bahn. Ich glaube, das hilft uns auch nicht wirklich weiter. Keine Chance, mache ich nicht. Mach ich nicht. Ja, dann macht er das halt nicht. Okay. Schimmeliges Brot hat er wahrscheinlich auch kein Interesse dran. Können wir uns hier gerade irgendwie wo reinhacken? Nee, ne? Wahrscheinlich eher nicht. Ich guck mal, ob da was ist. Nö, da ist nix. Und wir können jemanden anrufen, der uns gerade helfen könnte. Kautionsbrühe, Hostienbäckerei. Ne. Wir können auch den Gregor nicht anrufen, was irgendwie schade ist. Weil der könnte uns vielleicht aus der Patsche helfen. Hallo, Menü. Mein Menü will sich gerade wieder nicht aufrufen lassen. Ihr kennt das Problem, ne? Ja, jetzt passiert was. So. Was war das nochmal? Die Nonnenkleidung. Ja, und man könnte fragen, ob er vielleicht Anna Maria gesehen hat. Das wäre keine so gute Idee. Warum denn nicht? Und das. Hier, das ist fromm. Das ist nicht richtig so. Aber ich. Kannst du das nicht anziehen? Beziehungsweise, warte mal. Wenn wir uns ein bisschen. Kurz gucken. Können wir den Bereich einfach wieder verlassen? Ich versuche gerade mal, wenn wir hier. Hier sind wir jetzt ja gerade außer Sichtweite. Können wir den jetzt mal anlegen? Anna Marias Rosenkranz. Auf Ja. der Rückseite des Kreuzes steht Memento Mori. Das kannst du dir nicht umhängen. Eine Hostie. Eine Hostie von den barmherzigen Schwestern. Also, wir sind doch schon so gut aufgestellt Das hier. ist nicht der richtige Weg. Ich will mal gucken, können wir denn theoretisch auf die Karte? Können wir theoretisch, ja. Wir könnten zum Vatikan nochmal zurück. An Anna Marias Wohnung. Oder wir bleiben hier bei der schwarzen Katze. Wir bleiben hier. Ich habe so ein Gefühl, als hätte ich da noch was zu erledigen. Ja, wir haben auf jeden Fall was zu erledigen. Wir müssen nur noch bei ihm reinkommen. Die Leute helfen uns hier alle nicht. Ich bin übrigens froh, dass das Spiel tatsächlich noch, ja, einigermaßen flüssig läuft. Ein bisschen hakt es, aber nicht sehr viel. Zutritt nur für Mitglieder. Ja, ich bin doch eins. Der Club zur schwarzen Katze. Aber könnte Anna Maria wirklich irgendwas mit so einem Schuppen zu tun haben? Ich denke schon. Weil ich glaube, dass Anna Maria immer noch falsch ist. So. Da hat er zumindest was anderes gesagt. Können wir das irgendwie noch mit was verbinden? Das klappt doch nicht. Na, dann nicht. Dann zeigen wir ihm jetzt. Das Kruzifix wollten wir ihm nicht zeigen, aber die Hostie könnten wir ihm vielleicht nochmal. Hallo? Ah, dass das Menü wieder nicht öffnet. Können wir ihm die Hostie geben? Das funktioniert so nicht. Wir sind sowas von fromm, ne? Keine Chance, mache ich nicht. Tja, was haben wir denn noch? Die Brandschutzdecke, das ist eine gute. Messer, ihn mit Wurst bestechen hilft wahrscheinlich auch nicht. Und die Karte vom Vatikan.
Das funktioniert so nicht. Ach Mensch, das kann man jetzt nicht angehen. Das will ich hier schon wieder gleich am Anfang feststellen. Ich habe gedacht, das kriegen wir doch irgendwie hin. Und das unbeschriftete DVD. Können wir die beschriften? Nö. Keine Chance. Mache ich nicht. Angucken. Ich glaube, mit dem sollte ich mich lieber gut stellen. Ich versuche das ja, ne? Tja. Das hilft einfach nicht. Das hilft nicht. Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Wir können ja noch mal mit Mark sprechen. Geht's denn hier auch noch irgendwo hin? Wir können ja noch rumgehen. Oder ist hier nur Schluss? Oh, ist eine Tür? Brandschutztür. Kein Griff auf dieser Seite. Okay, aber hier ist eine Brandschutztür. Hm, warum kann ich denn hier ganz hin? Vielleicht komme ich hier immer wieder raus. Das kann natürlich sein. Aber es sieht jetzt gerade nicht so aus, als wäre jetzt hier irgendwas Spezielles, ne? Ja. Naja, da kann man anscheinend nichts machen. Ja gut, ich würde jetzt aber versuchen, Mark aufzusuchen, weil ich jetzt gerade keine Ahnung habe, wie ich ihn noch zu überreden bringen sollte. Dann gehen wir zu Mark. Vielleicht kann der uns noch irgendwie helfen. Von hier aus in die schwarze Katze reinhacken geht wahrscheinlich auch nicht, ne? Versuchen können wir das ja mal. Mal gucken. Nee. Das hätten wir uns vielleicht dann als Mitglied ausgeben können, wenn wir uns praktisch schon im Computer als Mitglied da eintragen. Hätte das ja sein können, dass das vielleicht funktioniert. So, Mark, komm mal her. Hilf bitte nochmal. Ja, da ist er wieder. Hallo mal wieder. Hi, ja. Mark. Hi, Mark. Ach so, ja. Gesprächsoption. Hallo mal wieder. Hi, Mark. Ja. Aha. Karte der schwarzen Katze. Mark, ich muss in die schwarze Katze. Verstehe. Wir müssen wohl etwas Stress abbauen, wie? Es ist eher eine Untersuchung des internen Ermittlungsdienstes. Klar, sicher doch. Ich brauche deine Karte, um da reinzukommen. Aber das geht nicht. Ich habe geschworen, die Karte nie zu verleihen. Wer den Schwur bricht, bekommt lebenslanges Hausverbot. Aber wir reden hier von der Sicherheit der gesamten Kirche. Du hörst gut reden. Du bist ja noch nie in der schwarzen Katze massiert worden. Ja komm, irgendwie müssen wir ihn doch überreden können. Mark, was muss ich tun, um deine Mitgliedskarte zu bekommen? Tut mir leid, George, aber das geht nicht. Es wäre ein Vertrauensbruch. Das geht. Mark, was muss ich tun, um deine Mitgliedskarte zu bekommen? Tut mir leid, George, aber das geht nicht. Es wäre ein Vertrauensbruch. Aber... Pass auf. Danke, Mark. Jederzeit. Hier, ich versuch's nochmal damit. Dir gefällt also mein Autogramm von Lucy Chu, was? Oh, George, du willst mir nur den Mund wässrig machen. Das ist nicht nett von dir. Wärst du eventuell bereit, dich von dem Autogramm zu trennen? Ja. Tja, ich weiß nicht. Immerhin ist es handsigniert. Gut, wie wäre es, und ich fasse es nicht, dass ich dir sowas anbiete, wenn ich dir meine Mitgliedskarte für die schwarze Katze gebe? Ach, ich weiß nicht, Mark. Du könntest dadurch doch Ärger bekommen. Ärger? Ha! Ärger ist mein Spitzname. Na gut, aber nur, weil du ein so großer Fan von Lucy Chu bist. Oh, George, du weißt gar nicht, wie glücklich du mich machst. Ich kann's mir vorstellen. Hier, bitte, George, und nochmals danke. Ja, ich finde, das hat immer so was Befriedigendes, wenn man diese Musik hört, ne? Dass man etwas erreicht hat. Das haben sie aber auch früher schon gemacht. Also immer, wenn man irgendwie was Wichtiges in der Geschichte erreicht hat oder Fortschritt erzielt hat, dass dann immer so eine schöne, entspannte Musik kommt. Und dann denke ich, ah, du hast was geschafft. Ich finde das toll. So, dann wollen wir mal wieder. Und jetzt können wir ja endlich in den Club. Ich bin gespannt, was es in dem Club alles gibt. Da gibt es wahrscheinlich wieder 20.000 Personen, mit denen wir reden können. Da ist er, die schwarze Katze. Ich glaube, ich gehe in den Massagesalon zur schwarzen Katze. Aha. So.
Dann zeigen wir dem Herrn jetzt mal unsere schöne Karte. Wobei, nee, im Bild steht ja nicht, Bild ist ja nicht drauf. Das heißt, wir können uns einfach als Mark ausgeben. Zutritt nur für Mitglieder. Ich bin Mitglied. Da. Bitteschön. In Ordnung, du kannst rein. Die Audiodateien sind leider gerade wieder sehr abgehackt, aber immerhin läuft das Spiel einigermaßen flüssig. Ist ja gut. Okay. Ein Massagesalon. Ah, da steht fast der gleiche Typ. Willkommen in der schwarzen Katze, Senior. Ja, jetzt ist er abgehauen. Toll. Wir gucken uns mal ein bisschen um, ne? Es ist ja sehr spärlich eingerichtet. Es ist zwar so gesehen hübsch so, auch von den Wänden her und so und alles. Ja, doch. Aber, ja. Okay, da müssen wir uns wahrscheinlich dann erstmal umziehen. Haben wir überhaupt ein passendes Outfit? Mal gucken. Da sind auch Duschen und alles. Wir können irgendwie keinen einzigen Spind irgendwie öffnen. Ah, was ist das? Geht doch nichts über ein schönes Aktporträt. Das ist ein Werk von Kulai Lai. Erstaunlich. Kulai Lai, habe ich ehrlich gesagt noch nie von gehört, aber ich bin jetzt auch nicht der größte Kunstkenner. Ein bisschen was schon, aber ja. Plastikblumen. Plastikblumen. Vielleicht sollte ich es damit auch mal im Kautionsbüro versuchen. Der Laden könnte etwas Pep vertragen. Ja, Virtual kann ihn ja mit Musik versorgen. Der ist tatsächlich auch ein bisschen anders angezeichnet, oder? Ja. Von den Lüftungsschlitzen her. Ein leeres Spind. Ein leeres Spind? Ein leerer Spind wäre richtig. Das heißt doch der Spind und nicht das Spind, oder? Das Spind? Also das wäre mir jetzt ganz neu. Ich habe immer der Spind gesagt, aber gut. Vielleicht bin ich auch doof. Duscht hier gerade jemand? Nö, die Dusche ist einfach nur schon an. Oh, wir könnten uns das Handtuch klauen. Holen Sie sich ein eigenes, Senior! Schon wieder Sascha Dräger, ja, das ist die dritte Stimme jetzt. Okay, da duscht aber gerade einer. Können wir das Handtuch vielleicht gegen irgendwas austauschen? Gegen die Brandschutzdecke zum Beispiel. Wo ist sie denn? Da, tausch das mal aus. Warum sollte ich das wohl versuchen? Weil wir wahrscheinlich das Handtuch haben wollen, dachte ich. Nur gegen die Karte? Das mache ich nicht. Okay. Holen Sie sich ein eigenes, Senior! Ja, gut. Dann nicht. Dann reden wir mal mit der Empfangsdame, würde ich gerade sagen. Mit dem Typen am Schalter. Nochmal Plastikblume. Plastikblumen. Ja. Okay. Ja, gut, dann wahrscheinlich müssen wir uns erstmal wirklich hier registrieren oder so. Ich weiß es nicht. Na, Sie haben es aber eilig. Bitte ziehen Sie sich um, bevor Sie reingehen, Senior. Ja, ich wollte mit ihm quatschen eigentlich. Na, Sie haben es aber eilig. Ach so. Bitte ziehen Sie sich um, bevor Sie reingehen, Senior. Ja, aber, okay, mehr kann ich mit ihm gar nicht bequatschen. Ja, kannst du da nicht einfach beim leeren Spind hier dich hier umziehen und gut? Ein leeres Spind. Ja. Eines von mehreren Spinden, Nummer 17. Ja. Und wir können uns jetzt nicht umkleiden, oder wie, oder was? Ist hier noch irgendwas? Jetzt sind wir endlich in der schwarzen Katze, ne? Und ich habe noch keine große Ahnung, was jetzt hier weiter abgehen soll. Achso, das ist wahrscheinlich wieder das Handtuch, ne? Ja. Holen Sie sich ein eigenes, Senior! Ja, ja. Also mehr kann man hier auch nicht tun, außer das Handtuch anzuwählen, tatsächlich. Duschszene hier. Das mache ich nicht. Mann! Wieso kann man das nicht? Ha, Golfschläger. Wüsste auch nicht, was man jetzt hier machen sollte.
Wein, Flasche, Stift, das hilft alles nichts. Ja, wieso können wir... Haben wir denn keine Klamotten dabei, oder wie, zum Umziehen? Wir haben auch nur einen leeren Spind. Oder ein leeres Spind, aber das sieht doof an. Ja, aber... Das haben wir uns schon angeguckt. Aber es ist wirklich, hilft das nicht, ne? Nette Blümchen. Ja. Es geht doch nichts über unvergängliche Plastikschönheit. Ja, mitnehmen will er die auch nicht. Und die Aktmalerei, kann man die ausschneiden? Keine Chance, mache ich nicht. Ja, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht. Das Bild daran hängen. Das ist nicht der richtige Weg. Nee, das sehe ich auch so. Aber wie kommen wir denn jetzt an... Oder wie bringe ich dich denn dazu, George, dass du dich jetzt umkleidest? Ein leeres Spind. Kann man... Was könnte ich denn da reinpacken? Tja... Die Decke. Das klappt doch nicht. Kann man denn schließen? Das ist nicht richtig so. Ja, ich bin gerade etwas ratlos mal wieder. Kann man das kombinieren? Das funktioniert so nicht. Das ist doch jetzt irgendwie gerade ein bisschen... Den können wir uns auch... Ist das gleiche Bild, ne? Ja. Geht doch nichts über ein schönes Aktporträt. Ja. Aber wieso darf ich mich denn nicht mit dem Typen unterhalten? Das verstehe ich auch nicht so ganz. Na, Sie haben es aber eilig. Bitte ziehen Sie sich um, bevor Sie reingehen. Ja, 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 ja. Was soll ich denn tun? Ich weiß nicht, wie ich mich umziehen soll. Brauche ich denn zwingend das Handtuch oder wie? Ich guck mal eben kurz in meinem Telefonbuch in meine Eintragung, was da im Handbuch steht. Also, ja, okay. Ja, aber da steht nicht genau. Nee. Okay, gut, 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 gut. Ein leeres Spind und ein Handtuch, was ich nicht nehmen darf. Ich kann auch die Dusche nicht anwählen. Ich kann auch nicht mit dem sprechen. Ich kann einfach nur Handtuch nehmen oder nicht nehmen. Mehr kann ich hier echt nicht anwählen. Das ist doch doof. Angucken kann man das noch. An der Seifenschale hängt ein Handtuch. Ja, das habe ich. Das dürfte dem Typ unter der Dusche gehören. Ja, das ist mir alles bewusst. Aber was soll ich tun, ne? Salami. Salami. Was da. Eine Brandschutzdecke könnte nützlich sein. Ja, zieh dich doch mal um. Wie bringe ich George dazu, dass er sich umzieht? Verdammte Kacke, das kann doch nicht so schwer sein, oder? Ich will das jetzt aber auch nicht schon wieder nachgucken müssen. Das ist doch wahrscheinlich sowas Simples. Also, was soll ich denn hier tun? Dürfte ich denn theoretisch noch mal raus? Manchmal. Ich dürfte wieder raus, ja. Schon. Ist denn der Typ hier draußen noch da? Ja. Kann ich mit dem quatschen? Dieser Club ist nur für Mitglieder. Nette, fromme Leute. Ja, ich weiß es doch.
Ich kann jetzt ja schlecht zu Mark sagen, du, ich brauche jetzt auch noch Klamotten. Hier mal rein. Brandschutztür. Hm. Kein Griff auf dieser Seite. Aber ich habe eine Brandschutzdecke. Die kombiniere ich mit der Brandschutz. Mache ich nicht. Arg! Es kann jetzt nicht wahr sein, oder? Was soll ich tun, Leute? Ich bin ratlos. Okay. Ja, es muss ja hier drin weitergehen, oder? Was soll ich tun? Ich kann da nicht vorbei und ich darf mich nicht mit dem unterhalten. In diesem Vorraum ist nicht viel. Und da hinten kann ich mir nur ein Handtuch angucken. Also, und ein leerer Spind. Was könnte ich denn da reinpacken? Ein Messer? Das ist nicht der richtige Weg. Ich würde ja sagen, wir packen alles rein. Achso, das geht also nicht. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Ha. Das haben wir auch probiert, ne? Warum sollte ich das wohl versuchen? Tja, warum? Warum, George? Ich habe... Oder muss ich erst noch Klamotten shoppen gehen? Nee, das wäre ja auch Quatsch, oder? Soll ich Nico mal anrufen? Vielleicht hilft die mir irgendwie weiter. Mal gucken, vielleicht, wer weiß. Die von Ihnen gewählte Nummer ist nicht mehr erreichbar. Aha. Ich kann Nico nicht anrufen. Das ist natürlich doof. Ja, Blumen. Was soll das da? Hier kann ich hier was mit dem Handy hacken? Der wird aber kaum Telefonhörer Dusche haben. Nö, geht auch nicht. Und ich darf das Handtuch nicht nehmen. Holen Sie sich ein eigenes, Senior. Wenn ich denn wüsste, wo. Es ist doch unglaublich, dass ich jetzt hier nicht weiterkomme. Es tut mir so leid. Aber wir erreichen ja gar nichts in dem Part. Ich muss kurz gucken, Leute, es tut mir leid. So, ich bin wieder da. Tatsächlich geht's hier weiter. Man kann hier anscheinend irgendwo... Ein Sockel verschiebt. Ah, hier, da. Ist das gemeint? Da, oh Gott. Okay, das habe ich nicht gesehen. Tut mir leid. Das... So, viel hübscher. Ja, und jetzt kann man daran drehen. Oh Gott. Ja, hätte man vielleicht wenn sehen ich können. Den Hahn ein wenig drehen. Ah, endlich heißes Wasser. Bellissimo. Okay. Und jetzt, ach so. Ah, jetzt haben wir Dampf. Und jetzt kann man natürlich... Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Jetzt kann man es wahrscheinlich klauen. La, 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 la. Zeit zum Umziehen. La, la, la. Jetzt zieht er sich automatisch um. Okay. Ja, war eine Kleinigkeit, aber ich bin nicht drauf gekommen. Ah, viel besser. Ich lasse meinen ganzen Kram erstmal in einem der Spinde. Genau. So, und jetzt können wir da rein. So, mehr habe ich auch nicht nachgeguckt, ganz ehrlich. So, vielleicht erreichen wir dann noch ein bisschen was in dieser Folge. Ich gebe einen aus, Senior. Danke, wirklich sehr freundlich. So, also hier unten ist nichts. Was ist hier? Dann haben wir hier... Halt, hier ist ein Bild. Angucken. Eine unbekleidete Dame. Da. Die Künstlerin ist Caroline Dean. Wunderschön. Aha. Die Künstlerin. Ja, aber gut. Das ist nochmal das gleiche Bild. Geht doch nichts über ein schönes Aktporträt. Ja, was ist hier? Zu. Okay, dann gibt es ja nur die eine Tür. Man könnte theoretisch noch hinten weitergehen. Halt, okay.
Also was ist mit dieser? Was steht da dran? Ich kann das Schild nicht lesen. So. Okay, hat es anscheinend eh erledigt. Wir suchen wahrscheinlich ein bestimmtes Zimmer. Da ist auch nochmal ein Bild. Eine unbekleidete Dame. Ja, da könnte man rein. Okay, da ist anscheinend Schluss. Hoppala! Was bist du denn so schnell? Okay, das ist. Da könnte man auch. Ah, da kann man auch um die Ecke. Ui. Scheint schon eine Art Sauna zu sein, ne? Da steht einer, okay. Das ist doch jetzt nicht Dwayne Henderson, ne? Das wär jetzt sehr lustig, wenn die jetzt hier noch auftauchen, aber ich glaub's mal ja nicht. Wir reden mit dem. George, mein alter Freund, wie geht es dir? Wayne? Mein Gott, doch. Sind Sie das wirklich? Du kennst mich doch, George, immer mitten im Gewühl. Wayne, mein erstes Zusammentreffen mit Dwayne und seiner Frau Pearl war in Südamerika. Damals hatte er diese verrückte Idee, er gehöre zur CIA. Offenbar hat sich daran nichts geändert. Es ist ja unglaublich. Gut, die Stimme mag ich wieder nicht, weil das wieder diese Stimme ist, die ich irgendwie, ja, in allen Spielen verschmähe. Aber ich finde es trotzdem geil, dass sie hier auftauchen. Das ist ja mal Hammer. Was wissen Sie über den Laden hier? Priester kriegen hier Rabatt. Und dazu zählen Sie inzwischen, oder was? Zur Hölle, ich trete jedem Verein bei, solange ich dafür Flugmeilen gut geschrieben kriege. Vor allem passt zur Hölle sehr gut. Gehört dieser Laden der Mafia? Jo, ein Typ namens Spallacci betreibt ihn. Spallacci? Hier? Das ist ein Kerl, mit dem du dich nicht anlegen solltest. Ja, ich habe ihn bei der Arbeit bewundern dürfen. Aha. Was wissen Sie sonst noch über Spallacci? Im Vatikan schenkt man ihm Gehör. Unglaublich, dass die überhaupt irgendwas verschenken. Er war gut. Guter Scherz. Aber über den Kerl macht man keine Scherze. Hm. Spallacci ist also der Kopf der ganzen Operation. Er hat irgendwas Großes am Kochen. Und deswegen sind Sie hier? Oh, ich bin nur wegen einer Massage hier, George. Okay, wo ist Pearl? Wie geht es, Pearl? Blendend wie immer, George. Das erinnert mich aber an was. Ich muss ihr noch ein paar Mozartkugeln besorgen, bevor ich heimfliege. Mozartkugeln? Im Moment bin ich in Salzburg, du verstehst. Ja, da stand übrigens Mozartkugeln. Bisschen sehr falsch geschrieben gerade. Was treiben Sie wirklich hier? Ich folge nur dem Gold, George. Man munkelt, jemand anderer da draußen tut das Gleiche. Vielleicht meinen die mich? Vielleicht dich oder eine ausländische Macht. Oder unsere Freunde drüben in Langley. Ich dachte, sie wären Langley. Langley? Moi? Man muss mit der Zeit gehen, George, oder man geht mit der Zeit. Das war's schon. Ja. Danke, Dwayne. Was habe ich jetzt dadurch Neues erfahren? Nicht viel, ne? Plastikblumen. Ja, aber das hat mich das jetzt in irgendeiner Form weitergebracht? Wir haben jetzt ein bisschen Smalltalk mit Dwayne gehabt und das war's dann. Was ist hier? Was machst du da, George? Also ich mach grad nichts, ne? Hä? Was soll das? Ich versteh's nicht. Jetzt ist da auch nichts mehr zum Anwählen. Hä? Das war total bescheuert. Okay, ja, muss ich nicht verstehen. Ups! Das ist der Verrückte, der meine Handtuch geklaut hat! Okay, George, Zeit für mich zu verschwinden. Schau an, John. Wen haben wir denn da? Den Installateursnotdienst? Okay. Wo ist das Mädchen? Mädchen? Welches Mädchen? Anna Maria. Das sollten Sie doch eigentlich wissen. Sie haben sie schließlich gekidnappt. Ich verstehe. Und das Geld? Welches Geld? Die große Summe Geld. Da fragen Sie aber den Falschen. Mr. Stobart.
Bitte beantworten Sie meine Fragen, dann wird alles am Ende deutlich weniger schmerzhaft. Senor Spallacci, wir haben ein Mädchen. Sie meinen das Mädchen? Nein, ich glaube nicht. Das ist eine andere. Sie heißt... Hey Mädel, wie heißt du? Nico. Nico Collard. Nico? Hey Nico, ich bin's, George. Sie will nicht reden, Signor Spallacci. Wie langweilig. Was soll ich mit dir machen, Signor Spallacci? Diese Nico, was weiß sie? Nichts, sie ist bloß eine Journalistin, glauben Sie mir. Signor Spallacci, was sollen wir mit ihr machen? Sie weiß offenbar nichts. Werdet ihr irgendwie los? Halt mir diese Knarre nochmal vors Gesicht und ich schieb sie dir in... Ich meinte eigentlich nicht. Nico! Autsch, mein Kopf. Wo bin ich? Nico. Oh Gott, was habe ich getan? Ich fühle mich, als lege ich seit Stunden hier rum. Okay, wahrscheinlich müssen wir uns jetzt irgendwie befreien. Das werden wir dann im nächsten Part machen. Also ich gehe mal stark davon aus, dass Nico dann den anderen Typ erschossen hat oder halt sich einfach nur losgerissen hat. Ja, okay, wir haben jetzt nicht allzu viel erreicht und ich hoffe, dass das jetzt nicht so ein ganz kurzer Minimalauftritt von Dwayne war, weil der hat uns ja eigentlich gar nichts gebracht. Außer, dass wir wissen, dass Capallacci dahinter steckt. Aber das war ja eh eigentlich schon zu vermuten, ne? Also für mich war das jetzt keine Riesenerkenntnis tatsächlich. Gut, wir werden sehen, was daraus wird. Im nächsten Part geht's dann weiter. Euer Alex sagt ciao. Bis zum nächsten Mal.